Wisst ihr, was verrückt ist? Den ganzen Tag quatsche ich in diese Kamera und mache Videos für euch und habe damit überhaupt kein Problem. Und heute hatte ich einen Termin mit zwei Personen, über die wir uns gleich unterhalten werden, die dann am Ende mit mir ein Foto machen wollten. Und das fand ich echt komisch. Das war meine erste Groupie-Erfahrung. Und ich fand es irgendwie witzig. Also ich fand es wirklich, es war ein total toller Termin. Ich will euch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Folge für die Liebe, wo es um Volkmar und Janine ging. Und ich hatte heute mit Volker und Janette, so heißen die beiden tatsächlich, meine Verfremdungskünste sind wohl nicht so gut gewesen, hatte ich heute den Termin und wir haben uns zusammengesetzt, ihre Fragen geklärt, ein bisschen über die Hunde unterhalten. Und ja, war ein schöner Termin. Bevor wir darüber reden, ich habe schon wieder Gummibärchen geschenkt gekriegt, ne? Ihr torpediert alle meine... Ja, nochmal. Ich finde das super, dass ihr mir kleine Sachen schenkt. Gummibärchen. Ich kriege aber immer nur Süßigkeiten. Gummibärchen, Schokolade. Das Schlimme ist, ich stehe da total drauf. Vor allem, ich habe diese englischen Weingummis gekriegt. Das ist wohl das allergeil... Also, die sind so geil. Könnte ich die ganze Tüte, bis mir Gott so übel ist. Das Problem ist, Leute, ich heirate nächstes Jahr am 1.6. Es wäre schön, wenn ich mir einen Anzug kaufen kann, der nicht aussieht wie ein Partyzelt. Wenn ihr mir was schenken wollt, schenkt mir Kaffee oder so. Irgendwas, was nicht dick macht. Oder schenkt mir einfach gar nichts, ihr müsst mir nichts schenken. Hm. Zurück zu Volker und Janette. Also wir hatten gerade den Termin mit den beiden. Christine war auch dabei. Und es war irrsinnig spaßig. Wir hatten eine schöne Stunde. Kamen beide mit riesen Fragenkatalogen. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten und die Hunde ein bisschen da rennen lassen. Wie es halt bei solchen Terminen so ist, hat Milan sich gleich von der besten Seite gezeigt und gleich den Snorch am Anfang verprügelt. Warum auch immer. Der ist ja schon über eine Woche bei uns. Snorch hat nichts, aber so hat der Termin angefangen, habe ich gedacht, super, das wird ja was. Da kommen die extra aus Münster her. Das Erste, was mein Hund macht, ist einen anderen Hund schlachten. Top. Aber letztlich war gar nichts. Und ja, wir hatten dort Bombenwetter, 10 Grad, windstill, blauer Himmel. Es war einfach ein schöner Tag. So, habe ich mit denen die ganzen Fragen beantwortet. Ein paar davon packe ich auch in TGH, weil ein paar Fragen wirklich auch gut waren und interessant waren, sodass ich die für euch auch präsentieren kann. Die meisten Fragen waren halt speziell auf die beiden gemünzt, sodass das für euch nicht viel bringt. Alter, ich muss die Gummibärchen loswerden. Aber insgesamt war es wirklich eine schöne Stunde. Und nach der Stunde haben wir da auch gleich nochmal eine ganze Zeit lang überzogen und ich komme jetzt zu meinem Termin zu spät. Aber ich wollte halt auch keine Fragen offen lassen, weil die sind so weit gefahren und die haben sich wirklich gefreut. Und dann kam die Janette am Ende und sagte, lass uns doch noch ein Foto zusammen machen. Und ich dachte so, hä? Das ist aber komisch, ey. Ich habe auch kurz was mit der Kamera aufgenommen. Hallo, wir hatten gerade eine Einzelstunde und ich habe hier, jetzt muss ich überlegen, Volkmar und Janine stehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die beiden. Hallo. Ob ihr euch an die beiden erinnert. Aber wir haben das tatsächlich durchgezogen. Ich mach mal so. Wir haben das tatsächlich durchgezogen. Wir haben ein Treffen gemacht und haben ganz viele Fragen beantwortet. Die zwei sind also extra aus Münster gekommen. Das sind meine ersten Fanboys. Ist das nicht cool? Oder Fanboys, Girls, wie auch immer. Das war so meine erste Groupie-Erfahrung. Mir ist das Wort da nicht eingefangen. Das habe ich Fanboys und Fangirls gesagt. Aber wie witzig ist das, dass ich kein Problem damit habe, mich vor eine große Gruppe Hundehalter zu stellen und denen was zu erzählen oder in eine Kamera zu sprechen, wo das vielleicht mehrere tausend Leute sehen. Das stört mich überhaupt nicht. Aber die Tatsache, dass die zwei ein Foto mit mir haben wollten, fand ich irgendwie komisch. Nicht, dass mich das gestört hat, aber ich habe mich dabei irgendwie fremd gefühlt. Irgendwie so, hä? Das ist ja irgendwie komisch. Versteht ihr das? Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich kann echt nicht sagen, warum ich das komisch fand. Also die waren super lieb und das ist ein super witziges Pärchen. Die Hunde sind auch nett. Zwischen den beiden Hunden und den beiden Menschen sind immer so ein paar Punkte, wo die sich nicht einig sind. Aber alles nichts Tragisches. Ne? Wir haben viele Fragen geklärt.
Und die müssen einfach so irgendwie ihr Mittelding finden und dann müssen sie den anderen auch mal in Ruhe lassen, dann müssen sie auch auf den anderen mal zugehen, wie es halt bei allen so im Leben ist. Und ich hatte wirklich, es war eine schöne Stunde. Also es war eine angenehme Stunde mit angenehmen, netten Menschen und angenehmen, netten Hunden. Trotzdem fand ich die Geschichte mit dem Foto echt komisch. Und jetzt im Nachhinein ist mir eingefallen, das war meine erste Fan-Erfahrung. Kann man das Fan nennen? Ich finde das so strange. Ich fühle mich nicht besonders. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich fühle mich nicht so besonders, als dass ich sagen könnte, ich habe Fans. Das ist irgendwie voll strange für mich. Das fasst sich so komisch an irgendwie. Das fühlt sich komisch an. Trotzdem war es super witzig. Voll ulkig. Und ich habe mir tatsächlich was überlegt. Da habe ich schon länger drüber nachgedacht. Und ich werde das machen. Ich habe den beiden das auch erzählt. Jetzt habe ich schon wieder Gummibärchen genommen. Mann. Ich habe den beiden das auch gesagt, dass wir das machen. Wir werden dieses Jahr vor Weihnachten einen Termin ansetzen für ein Seminar. Nur für euch. Da dürfen keine Kunden, die ich sonst kenne, hinkommen. Mit Teilnehmer, fester Teilnehmerzahl und so und mit Anmeldung. Und ihr werdet auch einen kleinen Obolus dafür bezahlen müssen, aber wir werden es so günstig wie möglich halten. Wir machen so eine Art Weihnachts-YouTube-Abonnenten-Seminar-Geschisse. Geschisse ist halt total negativ, ne? Nein, das wird was Cooles. Dann wir treffen uns ein Wochenende bei uns auf Platz in Köln und ihr könnt euch anmelden mit eurem Hund, wenn ihr... Mein Hund zieht so an der Leine, mein Hund nimmt mich nicht für voll, mein Hund geht auf andere Hunde los, ich habe ständig Angst, wenn andere Hunde auf mich zukommen, was auch immer ihr für Probleme mit eurem Hund habt, gerne auch Probleme, die vielleicht in anderen Hundeschulen nicht gelöst werden konnten. Meldet euch da, schreibt mir eine E-Mail, dirk@stadtfälle.de. Den Termin für dieses Seminar seht ihr gleich am Ende. Da könnt ihr bitte meldet euch an, echt. Wir gucken, dass wir so 5-6 Leute zusammenkriegen und dann machen wir entweder 1 oder 2 Tage draus. Vielleicht bauen wir am zweiten Tag noch Rückruf mit ein. Was auch immer euch auf dem Herzen liegt, was auch immer es ist. Euer Hund ist aggressiv, euer Hund hat dies, euer Hund hat das, euer Hund hört nicht auf den Rückruf, euer Hund zieht eine Leine oder. Ich suche mir dann ein paar raus, die so thematisch ein bisschen zusammenpassen. Also wir können halt nicht sagen, da sind 5, die haben einen aggressiven Hund und einer, der kann nicht an der Leine laufen. Dann, das passt halt nicht. Ne? Also da gucke ich halt, was für Bewerbungen kommen. Und dann machen wir ein Seminar draus. Und dann werde ich nochmal ein gesondertes Video dazu machen, wie wir das kostentechnisch machen, wo das stattfindet und so. Teile ich dann allen per Mail mit. Aber ich denke, es wird eine bezahlbare Geschichte. Und dann machen wir einfach so ein YouTube-Abonnentenseminar. Da werden Volker und Jeanette wohl auch kommen, haben sie schon gesagt. Weil die schon noch so ein paar Baustellen hier und da haben. Da machen wir morgens mal eine Hundeschulstunde zusammen. Dann gucken wir uns den Hund einzeln an, bearbeiten eure Probleme und ihr könnt einfach mal so einen Tag Hundeschule mit mir zusammen machen. Das ist so die Idee. Wenn ihr da Bock drauf habt, kommentiert bitte in dem Video direkt, dass ich Bescheid weiß, sagt, ja, will ich auch. Und denkt dran, wenn ihr wirklich teilnehmen wollt, müsst ihr euch bewerben an dirk@stadtfälle.de, weil ich kann nicht jeden nehmen. Ja, wenn jetzt alle 1000 kommen, dann wird es schwierig. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Das war cool gerade. Also es war eine total schöne Stunde, aber diese Fan-Erfahrung fand ich komisch, weil ich mich halt nicht für besonders halte. Irgendwie. Bin halt einfach nur ein Hundetrainer. Und dass da jemand aus Münster kommt, 2 Stunden fährt und mir einfach nur ein paar Fragen stellt und sich dann wie Bolle freut, fand ich schon witzig. Also ich hab denen das auch nicht berechnet, weil ich irgendwie fand ich einfach das Gesamte fand ich schon... Für mich war das Lohn genug, dass da 2 Leute saßen, die echt weit gefahren sind. Die haben mir dann noch Süßigkeiten mitgebracht, wie sie es alle machen. Und die haben ihre Fragen gestellt und wir haben uns einfach gemütlich unterhalten. Und ich habe so meine Sichtweise der Dinge dargelegt und so ein paar Tipps gegeben und gesagt, versucht mal das. Aber letztlich war es jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich habe da wirklich, wirklich helfen können, direkt praktisch an einem Problem zu arbeiten. Und deshalb konnte ich da auch irgendwie nichts für verlangen. Finde ich. Dauerhaft kann ich das auch nicht machen. Muss ja auch von irgendwas leben. Aber irgendwie hat das jetzt gerade ganz gut gepasst. Volker und Jeanette, mal gucken. Entweder steht in der nächsten E-Mail drin, dass ich die Beziehung gerettet habe oder dass ich die Beziehung komplett ruiniert habe mit dem, was ich gesagt habe. Mal schauen.
bin jetzt auf dem Weg zum nächsten Termin. Das war's für mich heute. Ich bin raus. Tschüss.